Schön die Ruhe. Schön die Ruhe. Ich glaube auch so oder so nicht, dass man Bücher lesen kann, wenn es nicht ruhig ist. Oder dunkel. Ja, da haben wir schon das Thema von heute. Ne? Licht. Mir geht gerade ein Licht auf. Das ohne Licht wird schwierig mit dem Gedicht. Egal wie viel oder wenig Licht in so einem Gedicht steckt, ohne Licht kannst du es nicht lesen. Es sei denn, du hast ein fluoreszierendes Büchlein. Ich weiß nicht, ich selbst habe sowas nicht gesehen, aber ein Büchlein, das einen anscheinend, das könnte ja nützlich sein. Ich glaube nur, dass wegen den Umweltschutzmaßnahmen so etwas nicht so gut wäre. Ja. Was ist denn das für ein Gemisch? Phosphor und. Naja, egal. Radon? Aber Radio. Leuchtende Bücher. Leuchtende Bücher. Ja, das wäre dann wirklich mal ein Wegweiser durch die Dunkelheit. Ne? Für uns nicht nur irgendetwas, das man mit einem Schalter ein- und ausschaltet, oder etwas, womit man einen Raum beleuchtet, sondern wenn man es genau nimmt, das hier oben, das ist ja auch so ein Raum. Und da ist es manchmal, ohne Wissen manchmal stockfinster darin. Und ich kann zu dem Thema Licht eigentlich nur hinzufügen, wenn. Je mehr wir lesen, desto mehr kleine Lichtlein gehen hier in dem Raum auf. Und all diese kleinen Lichtlein, die verbinden sich miteinander. Ja? Und jetzt man stelle sich so einen großen Saal vor, ja, das irgendwie von kleinen funkelnden Lichtlein beleuchtet ist. Das könnte man auch als Wissensoasen oder sonst irgendwas dergleichen bezeichnen. Ich für meinen Teil, wenn wir davon reden, es werde Licht, dann kann ich eigentlich nur Bob Marley zitieren, erhelle die Finsternis. Dabei meine ich aber nicht, dass Licht gut ist und Dunkelheit böse. Eigentlich ist das ja mehr so eine Art Harmoniegeschichte. Ohne das eine kann das andere gar nicht entstehen. Oder das eine weiß nicht, dass es Licht ist, wenn es die Dunkelheit nicht gäbe. Oder irre ich mich da? Wenn ich das Licht ausmache, dann ist die Couch immer noch da. Mhm. Aber erst wenn ich das Licht anmache, weißt du das, kannst du sie überhaupt registrieren. Ja. Dann ist auch wahrscheinlich das, was wir erkennen, mit dem bloßen Auge gut erkennen und durchsehen, also sehen können. Das ist dann auch etwas, das ich, erkenne, wiedergeben kann und etwas, das mir dann auch in dem Fall keine Angst einjagt oder Angst einjagt, weil ich es gesehen habe. Wohingegen in der Dunkelheit so ziemlich alles einem Angst einjagen kann, weil man es nicht identifizieren kann. So, und genau deswegen sage ich ja, lest mehr, sorry, das ist so, lest ein wenig mehr, denn je mehr wir erkennen können, desto mehr Licht kommt da durch die Sache. Hat Goethe nicht schon mal gesagt, ich brauche mehr Licht oder macht mehr Licht? Bestimmt. Oder hier macht der Vorhang auf, damit Licht, irgendwas war da, irgendwas mit also er braucht mehr Licht. In einem anderen Gedicht sagt er zum Beispiel, oder in einem Zitat sagt er zum Beispiel, dass es auch eine wahre Kunst ist, zum Beispiel im Sommer so viel Licht aufzutanken, dass wenn er vergeht, dass wir uns den eigenen Weg oder die eigene Seele immer noch so ein bisschen erleuchten können. Im Großen und Ganzen geht es doch darum, dass wir Dinge, die uns fremd sind, Dinge, die anders sind, und da gibt es diesen komischen Sprachgebrauch, Dinge ins rechte Licht rücken. Ja. Ich
kann überhaupt nicht sagen, wie sehr ich diesen Spruch nicht mag. Ja. Oder Licht in die Sache bringen. Licht in die Sache. Guck mal, Licht in die Sache bringen, das ist schon ein bisschen ins rechte Licht drücken. Das ist so wie, wie sagt man, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, so. Ja. Irgendwie passt da etwas nicht. Aber bei dem einen rückst du die Couch ins Licht, bei dem anderen richtest du das Licht auf die Couch. Ja, siehst das, du? Hier zum ja, Beispiel. Genau. So. Gefällt mir auch besser, muss ich sagen. Ja. Richtig, richtig. Und da gibt es überhaupt keinen Zweifel, da müssen wir ein bisschen an unseren alten, gebrauchten Sätzen und so weiter. Gebrauchte Sätze. Ja, die sind ja, so, also ganz ja. ehrlich, so ein Fiat Duplo mit 400.000 Kilometern ist da nichts dagegen. Also das ist, aber warum verbinden wir Licht mit Gut und Dunkelheit mit Böse? Also sehr oft höre ich das. Ja. Also ich gebe da vielleicht meine Meinung mal daraus. Für mich existiert grundsätzlich Gut und Böse nicht. Also alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir sagen kann, entweder etwas Positives hervorbringen oder etwas Negatives. In diesem Sinne ist dieses Spielchen zwischen Gut und Böse ist bei mir so mehr oder weniger nicht existent. Aber wie es der Zufall so will, habe ich so eine richtig schöne Geschichte. Ja? Wenn es darum geht, dass man sagt, okay, weißt du was, das Gute und das Böse in mir, also das Licht und das Dunkel in mir oder das Yin und Yang. Ja? Im Übrigen, Yin und Yang bedeutet nicht Gut und Böse. Das ist die Zusammensetzung oder die Harmonie zwischen der aktiven und der passiven Kraft. Also, und auch, wie wir vorhin gesagt haben, Licht ohne Dunkelheit. Ja. Ja. Vielleicht, wir sehen ja, wozu das führt, wenn man, und das haben wir jetzt, glaube ich, tausende Jahre lang schon gemacht, als Zivilisation, wenn man die Welt in Farben und Zahlen unterscheidet, also vor allem in Farben, da ist, wir beschäftigen uns aktuell schon länger mit Debatten, wir haben ganze verschiedene Mehrheiten und Minderheiten, sogenannte, die aufgrund der Tatsache, dass man überhaupt in, man sieht etwas in zwei, das zwei Farben hat und dann sagt man, ja, das sind zwei Farben, aber das ist gerade in dem Yin und Yang Beispiel zum Beispiel, das ist eine Suppe, ja, und diese Sachen, die Dinge ganzheitlich zu betrachten und vielleicht mit einer gewissen Distanz mehr Objektivität zu schaffen und dadurch mehr von der ganzen Sache zu sehen, ja, das ist vielleicht. Das sind zum Beispiel zwei geniale Begriffe, Distanz und Objektivität. Für den einen erscheint die Objektivität als etwas Kaltes, für den anderen ist die Distanz etwas Unmenschliches. Der Mensch, der eine Sache tatsächlich bewerten will und auch bewerten muss von mir aus, ja, der braucht eben diese zwei Wörter. Und dann muss er das nämlich nicht mehr ins rechte Licht rücken. Es ist, steht schon hell erleuchtet vor. Es ist einfach nur dieses aus der Komfortzone rauskommen und sich tatsächlich die Mühe machen, eine Sache wirklich erkennen zu wollen. Und die Eigenschaften eines Menschen sind weder positiv noch negativ. Er kann aber jede einzelne Eigenschaft, die er hat, für etwas Positives oder für etwas Negatives nutzen. Er kann sie eigen schaffen, die Eigenschaft. Ach, hört doch auf, diese Wörter immer auseinander. Ja, genau. Das ist gerade... Ja.
Da hast du mich jetzt drauf gebracht. Ich habe hab das Wort so noch nie gesehen, aber das ergibt Sinn. Ich habe jetzt aber auch Spaß gemacht. Also im Normalfall finde ich das auch gut, dass man die Herkunft des Wortes oder die Zusammensetzung des Wortes sich mal genauer anschaut. Aber das erklärt halt manches so. Ich finde eben nicht, das ist so ein bisschen, ich find manche Erklärungen, die dadurch entstehen, etwas weit hergeholt. Das kann durchaus sein. Aber wir hatten es erst vor kurzem davor, da war dieses Wort Enttäuschung, ja, und da hast du mich ja auf den Trichter gebracht, dass es das Ende der Täuschung bedeuten kann. Ja, ja, ich erinnere mich, ja, genau. Und, das war zum Beispiel ziemlich sinnvoll. Ja, da hast du deine Fähigkeiten positiv verwendet, um mir ein Licht in meinem dunklen Kämmerchen aufzumachen. Vielen Dank dafür. Ja, und gerne, natürlich. Jetzt sind wir aber eigentlich auch schon beim Ende angekommen, oder? Ja, hier geht es morgen weiter im Literaturcafé mit einem ganz, ganz besonderen Thema, nämlich Leidenschaft. Nicht verpassen. Schon wieder so ein Ding mit Schafft am Ende. Ne? Ja, irgendwas schafft. Schaffe. Also schön, ciao.